Hey Moat, du alter Hartz-IV-Terrorist. Hey Lenny, du arbeitsscheuer Kalkleister. Sag mal Moat, was treibst du dich denn hier in der Damenabteilung von K&M rum? Was? Willst du dich neu einkleiden? Wie? Einkleiden? Ist wieder Christ-Day? Meinst du Weihnachten? Quatsch, der Tag für die Homos. Da, du weißt doch schon, die da tanzen und so. Aber ich suche hier Push-Ups für Caro. Sie hat mir ihre Größe gegeben, naja, und ich soll die hier kaufen. Die sind im Angebot. Push-Ups nimmt man doch, um die Brüste größer aussehen zu lassen, wa? Naja, aber ich dachte nicht, dass deine Caro sowas braucht. Ich hab die damals genommen, um dem Professor bei der Abi-Party seinen Auspuff zu verstopfen. Ich weiß ja nicht, wozu du die da nimmst und was du damit machst. Aber dass Caro die nicht braucht, sage ich ihr auch immer. Du, pass auf, ich habe da eine kleine Idee. Wenn Caro größere Brüste will, ganz einfach. Was denn für eine Idee? Also, das ist jetzt ganz leicht erklärt. Caro soll sich immer mit WC-Papier die Brust einreiben. So 3 bis 5 Mal am Tag, immer für 2-3 Minuten. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Und wie kommst du denn an solche Infos? Moat, denk doch mal nach. Wie war das denn mit ihrem Hintern? Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Was meinst du denn? Ich meine, Caros Po ist dadurch auch in den letzten Jahren viel größer geworden. Na, zähl doch mal 1 und 1 zusammen. Mann, Lenny, manchmal wundere ich deine Auffassungsgabe. Ob das hilft? Aber, na, kann ja sein. Aber im Grunde denke ich, das könnte klappen. Denn auch bei Werners Freundin sieht man die Resultate deutlich. Das liegt eher daran, dass die mit Werner ein Jahr lang kostenlos jeden Tag bei Meckes essen können. Die haben doch diese Gutscheinaktion gewonnen. Stimmt, ja. Die Gutscheinaktion, Alter. Die war echt klasse. Ich habe da auch eine Reportage gesehen, wo der Typ 40 Tage nur Hamburger gefuttert hat bei McDonald's und danach 40 Kilo zugenommen hat. Und das Schlimmste, impotent war der danach auch. Glaubst du, dass Werner nun auch impotent ist? Mal rechnen, 11 Monate essen die da jetzt schon jeden Tag. Ja, geil, wa? Und dicker sieht er auch schon aus. Außerdem würde das seine allgemeine Lustlosigkeit erklären. Aber was machst du denn hier eigentlich, Jenny? In der Frauenabteilung? Wo? Hier? Naja, hier in der Damenabteilung. Ich hab dich zuerst gefragt, was du ja machst. Also, keine Gegenfragen, Mohacho. Ach Mann, das bringt mich nun durcheinander. Ach, Alter, ich weiß ja nicht mehr, was ich hier eigentlich wollte. Menno, jetzt hab ich voll den Frust hier. Und in der linken Hand habe ich immer noch 20 Euro und ach. Du wolltest sicher zur Schenke eintrinken, wa? Und dachtest, nimmst du mal die Abkürzung durch die Damenabteilung von K&M. Hm, kann sein. Ich glaub schon. Aber ist das nicht ein Umweg? Was ist? Wo? Ein Umweg? Los. Nun aber gerade in die Schenke, mein Bester. Schenke? Da bin ich dabei. Ich hab hier 20 Euro und wisst du was? Ich lade dich ein, okay? Klasse Idee. So kochst vom Feste für deine Freunde nur das Beste. Aber Logan, Alter, Logan. Ganz genau. Berlin.